Ihr fragt euch, wozu ich euch alle hierher geholt habe. Schließlich hat es gerade erst ein Festmahl gegeben. Seit wann bittet uns der alte Walder in 14 Tagen zweimal zum Festessen? Nun, was nützt es einem Herr der Flusslande zu sein, wenn du nicht mit deiner Familie feiern kannst? So sehe ich das. Ja! Ja! Ich habe alle Freies hier versammelt, die irgendwas darstellen. Um euch meine Pläne für dieses große Haus darzulegen. Jetzt, wo der Winter da ist. Aber zuerst ein Hoch. Ja! Genug von dieser dornischen Rosspisse. Das ist das feinste Arborgold. Famoser Wein für famose Helden. Steht verbunden. Steht verbunden. Du nicht. Ich verschwende keinen guten Wein an ein verdammtes Weib. Vermutlich bin ich nicht der angenehmste Mann. Ich geb's ja zu, aber ich bin stolz auf euch alle. Ihr seid meine Familie. Die Männer, die mir halfen, bei der roten Hochzeit die Starks abzuschlachten. Ja! Ja. Ja. Jolt nur. Mutige Männer. Allesamt. Massakriert ein Weib, das ein Kind im Leib trägt. Schneidet einer fünffachen Mutter die Kehle durch. Schlachtet eure Gäste, nachdem ihr sie in euer Haus eingeladen habt. Doch habt ihr nicht wirklich jeden der Starks abgeschlachtet? Nein, nein, das war euer Fehler. Ihr hättet sie alle ausrotten sollen, mit Stumpf und Stiel. Lässt man einen Wolf am Leben, sind die Schafe nie in Sicherheit. Wenn man euch fragt, was hier passiert ist, sagt ihnen, der Norden vergisst nicht. Sagt ihnen, der Winter ist gekommen nach Haus Frey.